Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal die besten Strategien und die besten Tipps zeigen, wie ihr möglichst schnell auf Level 300 farmen könnt. Denn wir haben ja diese Season viele verschiedene Goldziele für die ganzen Skins, wie zum Beispiel hier für den Edie, für den Agent Charlie Skin, wo man ja dann den Goldagent-Stil freischalten kann. Allerdings muss man dafür immer Level 300 werden. Ich glaube, das ist auch der Skin, wo man am meisten farmen muss, also wo man am meisten Level insgesamt braucht. Und das Ganze wird immer relativ schwierig für die meisten. Vielleicht kommt ja noch mal etwas von Epic Games, wo die mehr XP reinpacken. Aber ich denke mal, dass es so ein bisschen sein soll, wie eben halt früher Level 100, was dann auch nur die wirklichen Schützer geschafft haben. Und in diesem Video werde ich euch auf jeden Fall alle Tricks zeigen, womit ihr schneller leveln könnt und dann vielleicht eine bessere Möglichkeit habt, das Ganze freizuschalten. Dafür solltet ihr als erstes natürlich alle Herausforderungen machen. Jeden Donnerstag werden ja immer die ganzen Herausforderungen freigeschaltet. Die könnt ihr ja hier alle anschauen, wenn ihr am besten einfach sagt, alle Herausforderungen. Bringt 40.000 EP, glaube ich, bei jeder einzelnen Challenge. Und dann habt ihr natürlich auch noch eure täglichen Herausforderungen, die ihr auch jeden Tag natürlich abschließen solltet, beziehungsweise alle 3 Tage abschließen solltet, da ihr ja drei Challenges gleichzeitig haben könnt und erst die 4. Challenge, die dann dazukommen würde, wenn ihr eine nicht erledigt habt, wird die dann im Prinzip verloren gehen und ihr würdet dadurch auch die EP verlieren. Pro Level braucht man dann so ungefähr 80.000 EP. Ich glaube, für die ganz ersten Level, das heißt irgendwie Level 1 bis Level 8, also hier ungefähr so bis zur Musik oder bis Level 10, ich weiß es nicht ganz genau, hat man eben halt, farmt man etwas schneller. Man braucht nicht ganz so viele EP, zum Beispiel von Level 1 auf 2 geht ja ganz schnell, aber dann ab Level 10 immer so ungefähr 80.000 EP. Ich weiß gar nicht, wie es dann über Level 100 aussieht, ob man dann wieder mehr EP pro Level braucht, weiter ansteigend. So war es auf jeden Fall letzte Season. Wenn ihr dazu genaueres wisst, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Aber auf jeden Fall braucht ihr so im Schnitt 80.000 EP pro Level. Das heißt, ungefähr 8 Millionen EP braucht ihr dann, um Level 100 zu werden. Natürlich minus die ersten Level, allerdings weiß ich auch nicht genau, wie viel das sind. Also sagen wir einfach mal, dass ihr 8 Millionen EP braucht. Um nach Level 300 zu kommen, braucht ihr dann insgesamt mindestens 24 Millionen EP. Wenn es noch mehr, wenn irgendwann die EP pro Level ansteigen, sind es natürlich noch mehr. Aber das sollte auf jeden Fall so das Mindeste sein. Irgendwas rund um 24 Millionen EP. Und das ist eine ganz schöne Menge. Pro Runde macht man nämlich vielleicht 5.000 bis 10.000 DP, wenn es eine gute Runde ist. Dann als nächstes, womit ihr definitiv schneller leveln könnt, ist, wenn ihr natürlich jeden Tag eure Medaillenstempelkarte macht. Denn damit farmt ihr jeden Tag 60.000 EP. Geht relativ schnell. Man kann ja in einer Runde auch mehrere Medaillen gleichzeitig machen. Sollten auf jeden Fall die entspanntesten EP sein, die ihr bekommt. Damit farmt ihr schon an jedem Tag allein dadurch ein Dreiviertel Level und das wird euch auf jeden Fall extrem voranbringen. Ich glaube, die Season müsste so ungefähr 90 Tage gehen und das heißt, ihr werdet dann 60 Level allein schon dadurch hochleveln, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Wie gesagt, wöchentlich dann natürlich immer die Challenges machen. Donnerstag, also morgen, sollten dann auch wieder die nächsten Challenges rauskommen. Wenn ihr die macht, ich weiß gar nicht genau, wie viel das sind. 10 Challenges, glaube ich, 40.000 EP, irgendwas in dem Dreh. Bringt euch dann im Prinzip 5 Level pro Woche. Das heißt, nach 10 Wochen habt ihr dann auch nochmal da 50 Level. Ist auch eine ganze Menge. Dann habt ihr damit schon insgesamt 110 Level ungefähr. Ich weiß es immer nicht ganz genau. Könnte auch komplett falsch sein. Aber das müsste so ungefähr mal die Anpeilung sein, was ihr durch die Challenges schafft. Dazu natürlich noch die täglichen Herausforderungen, wobei ich gar nicht weiß, wie viele die genau bringen. Ich weiß gar nicht, ob die hier noch stehen.
bestehen sie aber, glaube ich, tatsächlich nicht, auch nicht bei den täglichen Herausforderungen, oder? Ah doch, 31.000 EP bringen die, ich glaube, jeder einzelne von denen. Das heißt, ihr könnt pro Tag oder in 3 Tagen habt ihr dann ungefähr ein Level auch. Das heißt, 30 Level auch noch mal dadurch. Wobei es eigentlich ein bisschen mehr sind. Also sagen wir mal, 150 Level schafft ihr alleine durch die Herausforderung, wenn ihr natürlich jede einzelne macht. Das ist schon mal eine ganz schöne Menge und das solltet ihr auf jeden Fall machen, denn ohne das wird es sehr, sehr schwierig, Level 300 zu werden. Solange natürlich die Season nicht komplett verlängert wird. Dann gibt es natürlich auch noch die ganzen Modis, wo man auch unterschiedlich viel EP hat. Ich glaube, im Creative Mode bekommt man jetzt auch EP, irgendwie 2000 EP alle 10 bis 15 Minuten. Das heißt, ihr könnt auch morgens in eine Runde Creative Mode reingehen und dann eben halt über den Schultag drin bleiben und werdet wahrscheinlich ein paar EP bekommen. Weiß ich aber nicht genau, ob das funktioniert. Ich habe es bisher noch nicht gesehen, aber anscheinend sollte es so sein. So habe ich es zumindest von vielen Leuten gehört. Könnt ihr natürlich gerne auch mal ausprobieren. Dann Solo-Duo-Teams könnt ihr natürlich alles spielen und bekommt ganz gut EP. Oder auch Arena-Solo und Arena-Duos. Ich werde eben halt meistens Arena-Ende spielen, weil ich trainieren will. Mir geht es eigentlich gar nicht so um die EP. Aber wenn ihr wirklich EP farmen wollt, dann ist natürlich der beste Modus Gruppenkeile. Denn dort habt ihr einfach die Chance auf die meisten Kills. Habt 5 Slots frei für 5 verschiedene Waffen, da man ja auch unterschiedliche Medaillen immer bekommt für die Waffenspezialisten. Zum Beispiel Sturmgewehrspezialist, Schrotflintenspezialist, Scharfschützengewehrspezialist, Maschinenpistolenspezialist und Explosionsspezialist gibt es, glaube ich, auch. Das heißt, wenn ihr 5 Slots habt im Inventar, 5 verschiedene Waffen mitnimmt, von jedem Waffentyp eine einfach mitnimmt, dann habt ihr dort auf jeden Fall schon mal die Chance auf 5 verschiedene Medaillen, die ihr gleichzeitig leveln könnt. Ist natürlich sehr, sehr hilfreich und ihr habt doch den Vorteil, dass ihr natürlich in Gruppenkeile jede einzelne Kiste spawnt, nicht nur die normalen Kisten, sondern auch alle Munitionskisten. Ihr habt zwar keine AIs, das heißt nicht diese ganzen Shadow-Gegner und die ganzen Bosse, da würde man normalerweise auch EP bekommen. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr Normal spielt und EP farmen wollt, dann besucht die auf jeden Fall und killt die. Und macht natürlich auch diese Durchsuchung von denen. Das gibt natürlich auch nochmal ordentlich EP. Das habt ihr natürlich hier in Gruppenkeile nicht. Dafür spawnen eben halt alle restlichen Kisten. Was natürlich auch ein Vorteil ist. Und ihr könnt natürlich deutlich mehr looten. Zum Beispiel in The Grotto ist extrem viel. Lohnt sich nicht ganz so extrem in Gruppenkeile. Aber eben halt mit den ganzen Gegnern, die da sind in Normal Games, bekommt man da auf jeden Fall eine Menge EP. Sucht euch irgendeine Stadt aus, wo viele Kisten sind, wo ihr schnell looten könnt, um am Anfang zum Beispiel auch diese ganzen Looting-Medaillen zu bekommen. Damit bekommt man ja auch ordentliche EP. Landet ansonsten vielleicht auch ganz früh Fisch direkt, dann habt ihr da auch schon mal eine Medaille, glaube ich, womit ihr EP farmen solltet. Und so summiert sich das Ganze, also wirklich versuchen an jeder Stelle zu looten, alles zu öffnen, jede Kiste mitnehmen, nicht nur die Kisten, wenn ihr wirklich auf EP gehen wollt, nicht Kisten abbauen, sondern Kisten öffnen, denn beim Kisten abbauen gibt es keine EP. Es ist auch egal, ob ihr so eine besondere Kiste habt oder eine ganz normale Kiste habt. Das macht letztendlich keinen Unterschied. Wie gesagt, verschiedenste Sachen mitnehmen. Heal braucht ihr sowieso nicht. Oder lohnt sich eigentlich in den meisten Fällen nicht. Deshalb hätte ich das auf jeden Fall nicht mitgenommen. Ich glaube, 95 EP bringt da eine Munitionskiste. Und eine normale Kiste bringt 130 EP. Das bringt natürlich auch schon mal etwas, wenn man da ein paar immer direkt durchlootet. Macht euch am besten eine feste Route, wo ihr wisst, so da könnt ihr lang gehen. Und wenn ihr irgendeinen Gegner sieht, schießt ihn einfach an, damit er eben halt auch Damage bekommt. Denn wenn der dann gekillt wird am Ende, dann gibt das ja auch EP, weil es ja nicht nur für den Kill EP gibt, sondern eben halt auch für den Assist. Das heißt, wenn ihr auch einen Hit
gleich auf den Gegner macht, zählt es trotzdem als Assist und ihr bekommt dort letztendlich die EP. Und wie gesagt, um volles Inventar zu bekommen, ist sehr, sehr easy. Man hat so oder so nur blaue Waffen. Dann solltet ihr fischen. Ich glaube, das müsste auch noch ganz gut EP bringen. Und wirklich alles mitnehmen, was ihr gerade seht. Vielleicht schafft ihr es dann, wird allerdings trotzdem sehr, sehr schwierig. Ich hoffe natürlich, dass das vielleicht etwas wirklich ist, was nur die besseren Spieler schaffen und nicht was jeder Spieler schafft. Denn sonst wäre dieser goldene Charlie am Ende auch nichts Besonderes. Und so, vielleicht auch wenn ich selbst nicht bekomme, haben dann eben halt die wirklich durchsweaten, dort eine ganz gute Chance. Und ihr könnt natürlich zum Beispiel auch versuchen, hier einmal abzugraden. Vielleicht seid ihr auch der Erste, der upgradet, dann bekommt ihr dafür, glaube ich, auch nochmal EP. Soweit ich zumindest weiß, dauert nur ein kleines bisschen. Und es bringt auch generell so EP 120. Sind auch vollkommen in Ordnung. Metz hat man so oder so ebenfalls genug. Dementsprechend sollte das komplett easy möglich sein. Und ihr solltet so schon die ersten EP farmen. Und wenn ihr dann irgendein Loot fertig, wenn ihr irgendeinen Ort fertig gelootet habt, dann baut euch einfach hoch, killt euch selbst, geht zu den Gegnern und macht dann da weiter. Ich glaube, 20 Kills sollten für viele drin sein, ist nicht allzu schwierig, vor allen Dingen dadurch, dass das Ziel jetzt ja auf 125 erhöht wurde. Wenn ihr irgendwo Loot-Jobs seht, könntet ihr natürlich auch looten und vor allen Dingen ist das auch ein Spot, wo Gegner hingehen, wie zum Beispiel da unten. Die ihr da natürlich killen könnt. Nein, schon dadurch hätte ich jetzt zum Beispiel fast alle EP für den Kill. Natürlich mit dem Finish am Ende bringt es noch ein bisschen mehr. 150 EP zum Beispiel. Loot-Job looten hat man auch nochmal 135 EP. Und das geht dann so wirklich am Ende extrem schnell. Das sollten auf jeden Fall so die meisten Tipps sein. Und zusätzlich dazu gibt es auch noch auf der Karte verteilt EP-Münzen, die ihr einsammeln könnt, die euch dann auch noch ein bisschen EP bringen. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine seht, es gibt zum Beispiel goldene, epische lilane, goldene oder gelbe Münzen, wie auch immer man es nennen will, und blaue und grüne Münzen, die man eben halt einsammeln kann, je nachdem welchen Seltenheitsgrad die haben, geben die jemand unterschiedlich viel EP. Die einzige goldene Münze ist zum Beispiel in The Grotto drin, dort wenn er in den Tresor geht. Die bringt natürlich logischerweise am meisten, allerdings bringen die alle nicht so extrem viel, dass es sich lohnen würde, wirklich nur darauf zu sweaten. Dementsprechend solltet ihr es machen, wenn ihr dort vorbeiguckt, aber ihr macht wirklich das nicht als euer Hauptziel nehmen. Zumindest nicht, wenn ihr das maximal rausholen wollt. Und zum Beispiel auch, wenn ihr mit der Healing Gun irgendwo rumrennt und Gegner healt, könnt ihr dadurch auch noch weitere EP bekommen durch das Healing ganz einfach. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber es bringt natürlich nicht unbedingt alles so extrem viel. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.